What's up, moin Leute, Wano hier am Start und herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die 2 mit dem Schlechter O'Hare. Hallo. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Das war der perfekte Dialog für einen Schlechter. Ich mach mal fortfahren. Ja. Und jetzt kommen Durchgänge. Manche haben Durchfall, andere Durchgänge. Oh. Was kommt denn jetzt für Gegner hier? Das kann ich nicht beantworten. Na doch, sieht man ja im Zauberbuch. Es kommen auch wieder keine Flieger, das ist schon mal gut. Kann ich hier irgendwo unbehelligt meine Bogenschützen hinstellen? Nee, das sieht nicht danach aus. Hier ist noch ein Eingang. Oh Gott. Ja, ich glaube, für Bogenschützen ist das kein gutes Level, weil die kannst du hier nirgendwo hinstellen. Alter, weißt du, wie viele Eingänge das hier gibt? 3 Stück. Mhm. 3. Was? Hier sind 3 Eingänge. Hier ist einer, der blinkt. Und gegenüber von dem blinkt, ist auch noch ein Tor. Scheiße, Dreck. Also, vor allem können die hier hochrennen? Die können auch noch hier hochrennen. Das ist ja mies. Was? Die können hier hoch. Ja. Das heißt also quasi, das Beste ist erstmal ganz hier am Ende quasi die Verteidigung. Ja, hier oder bei den Treppen, genau, exakt. Ich weiß nicht. Guck mal hier, das kann man wo auskippen. Was? Okay, die Mitte brauchen wir schon mal nicht verteidigen. Beim nächsten Mal sollte ich noch Federn mitbringen. Aber die Frage ist jetzt, ob ich die Bogenschützen für das Level rausnehme und nicht lieber, irgendwas anderes dafür mitnehme. Du kannst gar nicht mehr in das Buch reingucken, ne? Doch. Nein. Achso, du hast noch nicht ins Buch reingeguckt. Ich habe aufs X gedrückt, aber ich kann mit B das Buch wieder aufrufen. Ich nicht. Dann weiß ich's. Vielleicht hast du ja auch schon was gemacht. Eigentlich nicht. Ja. Vielleicht nehme ich mal diese... Ach, der kostet 1000. Wer? Der Autoballist. Oder Balliste. Ja. Aber der ist auf jeden Fall effektiver als der Bogenschütze im Moment in dem Level hier. So. Gut. Ich weiß gar nicht, wo kannst du denn eigentlich hinhängen? An die Decke oder was? An die Decke. Ich glaube an die Decke, ja. Ja, an die Decke. Dann würde ich den doch Tatsache hier vielleicht sogar hinhängen. Dann kann er nämlich sowohl runter als auch in beide Abgänge da schießen. Der müsste dann alles treffen. Du meinst hier an die Decke oder unten an den Durchgang an die Decke? Der sieht aber so aus, als würde der nur gegen Flieger gehen. Das wäre scheiße. So sieht er nämlich aus. Ja, die Range, du hast recht. Das steht halt nicht da. Da steht nur, greift den Gegner automatisch an. Eingeschränkter Feuerradius. Na gut, vielleicht ist das der Hinweis. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kannst du das Ding hier in den Untergang setzen und dann funktioniert es trotzdem nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist mir eigentlich zu risikoreich. Dann lasse ich den Slot lieber, nehme ich was anderes mit. Ich würde hier hinten dann, wie gesagt, erstmal alle Fallen aufstellen. Ich habe hier noch Sprungfederfalle. Aber ne, die muss manuell zurückgesetzt werden. Kannst du immer noch ins Zauberbuch gehen? Ja, mit B. Geht immer noch. Dann nehme ich auch Paladine damit mit. Was anderes habe ich jetzt nicht, was irgendwie gut ist. Ich habe hier noch... Die kosten aber auch 1200, ne? Ja, ist ja egal. Weißt du, ich kann den Bogenschützen mitnehmen, der kostet nicht mal die Hälfte davon, aber der geht halt relativ schnell down und ich kann ihn nirgendwo sicher hinstellen. Oder ich nehme halt den Paladin mit. Der rußt halt alles weg. So. Jetzt muss ich aber auch erstmal was bauen hier. Ey, du hier noch anfängst, Langeweile zu schieben. Ich doch nicht. Kannst du mal aufhören rumzustöhnen? Ja. So bescheuert. Ja, ja, ja. Das erinnert mich an The Legend of Zelda. Okay, ich fange jetzt mal an hier. Das wird sonst... Ach, kommen sie. Ja, es geht los. Die Frage ist, wie viele von denen laufen wirklich nach oben? Niemand im Moment. Super!
Im Moment ist das ja noch hier. Ah, es ist die erste Welle. Ja, ja, die erste Welle ist immer... Alter, hier kommen 12 Wellen! Ja, da weißt du, was hier nachher abgeht. Und guck, vor allem ist es die erste Welle. Guck mal, was hier schon alles kommt. Willkommen in Trefferserienhausen. Ja. Einwohner, dieser Tipp. Oh boy, das wird richtig fies. Aber wir sind zum Glück noch nicht mal bei den Fallen angekommen. Ja. Aber solange die halt auch nur aus einem Tor rauskommen, kann man sich auch wunderbar zu zweit auf die eine Welle konzentrieren. Jetzt kommen sie aus der anderen. Okay. Höchstwahrscheinlich geht mit jeder Welle eine Tür mehr auf, weil die Tür, wo sie jetzt rauskommen, die ist jetzt schon als offen markiert. Legen wir los! Und da kommen sie jetzt auch... Oh, siehst du, jetzt kommen schon aus beiden. Die kommen aus beiden gleichzeitig raus. Ja. Ich würde sagen, wir lassen die Typen erstmal ein bisschen durchlaufen. Ich helfe dir hier. Ich stell dir hinten schon mal einen Paladin auf. Ja, alles klar. Ich glaube, dieses flüssige Öl oder was ist, kann man manuell selber auslösen. Jetzt gehen sie oben lang. Oh, fuck. Ja, da kommen sie. Schon im Alleingang. Ja. Das ist natürlich jetzt scheiße hier. Wenn sie durch mehrere Fallen sterben, ist es noch lustiger. Na gut, dass du einen Paladin aufgestellt hast, würde ich einfach mal behaupten. Ja, das haut ganz gut im Moment. Okay, ich stelle auch noch einen Paladin hier hin. Ist halt die Frage, wie viel jetzt immer generell von da oben kommt. Oh shit, jetzt kommen noch Pioniere. Wow shit, wow shit. Ist geil, wenn man einfach mehrere mit einem Schuss trifft. Oh oh. Was ist das? Wow, 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 wow. Oh, ich bin tot. Deswegen habe ich oh oh gesagt, weil ich gesehen habe, dass die dir den Rücken gefallen. Naja, nicht weiter tragisch. Scheiße, der hat mich jetzt zweimal hier getroffen. Ich glaube, hier drüben kommen jetzt welche. Da sind welche durchgelaufen. Ja, hier kommen diese kleinen Schwupsviecher kommen jetzt. Shit. Ich glaube, du musst noch Feuerfallen auf der anderen Seite aufbauen. So wie auf der anderen Treppe. Ja, ja, genau, für die Runner, für diese kleinen rennenden Viecher. Da ist noch Gold, das kannst du noch nehmen. Ist noch irgendwo einer. Irgendwie bin ich richtig gut. So, was mache ich denn jetzt? Ich könnte jetzt hier natürlich. Wenn wir die Treppen mit Fallen absichern, können wir uns auf die Mitte konzentrieren. Oh. Das so ist, zu die Theorie. Denke ich mir auch gerade. Okay. Ich bin eh pleite. Ja, ich hoffe mal, das funktioniert irgendwie. Also viel mehr Geld habe ich nicht. Ich könnte jetzt ich noch hab noch 45. Hier kann ich noch eine Falle hinstellen und dann war's das. Okay. Ja, passt rein. Frage ist halt, ob die hochlaufen oder. Ja, hier laufen die hoch. Ach. Von wo? Von wo? Keine Ahnung. Ja, direkt von vorne. Okay, sehr gut.
Oh, wir hatten das Öl ausgekippt, machst du das? Nein. Dann lehrt sich das wohl selber. Ein wenig von dieser Falle und doch ein Hauch von jener Falle. Okay. Wir sind die Schilde des Ortes. Ja, das sieht doch gut aus. Das war jetzt relativ gut hier. Oh, hier ist noch einer. Okay. Okay, perfekt. Läuft einigermaßen gut. Die Frage ist, soll ich jetzt einen Paladin aufstellen? Ach, Nadelkissen sind schon auf dem Weg. Ja, aber da fehlt mir das Geld dafür. Ich spar mal. Keiner kommt vorbei. So, von wo kommen Pioniere die denn jetzt? Sind auf dem Weg. Ach, scheiß Pioniere. Ah, wo sind sie denn? Da sind sie doch. Ja. Alter Schwede, ey. Ach, man muss das Ding anschießen. Dann erleert sich das. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Wir sind die Schilde des Ortes. Mann, das ist eine Menge tot. Oh! Haltet sie schnell auf! Huch! Ist klar da? Ja, hier war fast einer durch, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, die Paladine kämpfen hier noch ganz gut. Ja, die sind recht wichtig, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt Geld habe, brauche ich vielleicht noch eins. Alles klar, 10 noch. 900 Gold habe ich jetzt noch. Diese Orks müssen sterben. Ja, hier oben würde ich nicht unbedingt Paladin hinstellen. Nee, nee. Wenn ich noch schnell töte, heilt er sich selbst. Was? Oh, die sind hier oben. Wenn man wenig schnell tötet, heilt er sich selbst. Ich habe keine Ahnung, wen er damit gemeint hat. Ah, den Typen da, wie es aussieht. Den Troll. Ich würde sagen, wenn er durchkommt, mache ich das Öl. Ach, habe ich jetzt schon. Scheiße, okay. Sorry. Schon oben aktiviert. Ach, der da, ja. Aber der ist einfach durchgelaufen gerade. Ja, ich habe einfach mal... Da, hier ist noch einer. Schaut euch ah! An. Ja, über rechts kommt auch noch einer, aber der ist schon tot. Sehr gut. Ich baue direkt nächsten Paladin. Ja, ich stelle auch noch einen auf. Hier ist auch noch einer. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Aber das funktioniert echt gut, weil dann kannst du nämlich... Oh, schön scharf. Ja, ich kann auch noch Stacheln bauen. So, ich habe jetzt noch 1200. Was mache ich denn damit? Das mache ich damit. Mehr kann ich aber nicht bauen. So, ich bin auch pleite. Ich könnte noch Stacheln bauen, aber das muss ich jetzt erstmal nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paladine, nice. Ich würde sagen, hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen demnächst. Ja, kann ich ja dann, wenn ich wieder Geld habe. Ah, warte, kannst du hier hinten die Dinger nicht abbauen? Die kann ich abbauen. Oder meinst du, die habe ich so als letzte Notschutzreserve dastehen, genau. Ja, okay. Zeit für ein Gemetzel. Alles klar. Das ist eigentlich ein guter Spot. Hölle. Sie versuchen uns zu flankieren! Sie sind oben! Ach echt, sind sie das? Wow, da ist gerade fast einer durchgelaufen. Oh! Scheiße, ich bin tot! Was? Wieso? Das waren 3 oder 4 Typen hier, ne? Hier, aber Sprengmeister. Ja. Okay. Oh fuck. Ogre. 2 Stück. Ich will den blöden. Das war mal der Kopf eines Orks. Okay, der erste ist down. Das
Zweiter auch, nice. Ah, Sprengmeister. Tschüss, mach's gut. Es ist schön, dass die hier so verlangsamt werden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da kommen noch zwei Oger. Drei sogar. Zwei, drei. Jetzt ganz besonders. Sehr gut. Ey, da läuft noch einer sagen hier, dass 12 Wellen schwierig seien. Gestatten, die Herren Stacheln. Was macht denn der Paladin hier vorne? Keine Ahnung. Ist nicht meiner. Na, der ist ja höchstwahrscheinlich vorgerannt. Ist natürlich nicht so schön. Ja, Bogenschützen überall, ey, das ist doch nicht wahr. Ja, aber die gehen noch, die. Och, der Kronleuchter ist runtergekommen. Ich hab's gesehen aus dem Augenwinkel. Also, wie viele waren das? Wenn richtig gut. Haltet sie schnell auf! Oh, ist einer durch! Was? Ernsthaft? Das klang so. Wie kann denn das passieren? Ja, es ist, glaube ich, einer durch. Nee, es ist keiner durchgekommen. Wir hatten vorher schon auch schon 23. Okay. Aber ich glaube, wir müssen hier. Ich muss hier in der Mitte noch ein bisschen was mehr machen. Die nehmen eher den mittleren Weg jetzt mittlerweile, oder was? Ja, da kommt noch viel zu viel durch. Kommt schon! Weil auf den Seiten passen wir eigentlich relativ gut auf, aber sonst... Naja, dann, jetzt sieht's ja ganz gut aus. Oh shit, hier kommen jetzt Sprengmeister, glaube ich, ganz viele, oder? Ne, doch nicht. Was sind denn das für Dinge? Die gehen ja mit einem Schuss tot. Das sind die ganz normalen Orks, glaube ich. Also eine... Oh, hier kommen die Ranner. Sichelfiecher? Was, Sichelfiecher, ja. Die sind mies. Bei denen halten die auch mehrere Schuss aus. Ja. Naja, der Rest... Das dürfte ein neuer Rekord sein. Oh, fuck. Hau ab, Viech. Jetzt langweilen sich die Paladine hier. Ja. Ja, aber es ist besser, sie langweilen sich, als wenn sie zu viel zu tun haben. Das ist richtig. Ich kann ja auch hier oben noch einen hinsetzen. Mittlerweile wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, wahrscheinlich. Ah, okay, hier unten ist alles down gegangen. Was, echt? Ja, also die Gegner. Ach so, die Gegner. War's das schon? Lol. Ja, dann. Sieh mal, ob das passt. Zur Seite, Jungchen. Zur Seite, Jungchen, sagt er. Okay. Sollen sie mal kommen? Nee, warte. Ich will ja hier oben gar nicht so viel machen. Ich will ja unten eigentlich machen. Ich bin schon wieder pleite. Guck mal, hier müssen sie jetzt erstmal durchkommen, ne? Also, da soll noch einer was sagen. Ja, noch zwei. Ne, noch drei Wellen. Die 10., ja. Die 11. und 12. Ja, dann machen wir mal, wa? Geht los! Geht's. Pioniere sind auf dem Weg! Ah, Pioniere. Die kommen oben, oder? Ja, die kommen. Ja, die kommen oben. Oh, hier ist ein fetter Troll, also ein großer Troll. Kombo. Ich bin der, okay, der Troll, der hat sich tot gemacht. Mann, das ist eine Menge tot.
Sieht noch gut aus. Ja. Die Oger. Ein Oger kommt hier unten nicht mal mehr durch. Der hier Oger hier oben ist auch nicht weit gekommen. Also wir müssen uns auf jeden Fall nicht mehr unbedingt um irgendwas kümmern. Okay, wo kommen denn die Pioniere? Keine Ahnung. Oh shit, hier kommen die Pioniere. Ich bin fast down. Ist irgendwo ein Heiltrank gefallen. Naja, aber hier kämpft gerade. Doch, ich glaube, hier ist ein Halt. Nee, war keiner. Doch, oder warte mal, liegt hier einer? Ja, ich hab mich schon geheilt. Unten lag einer. Der Paladin geht jetzt hier down. Ja, ist weil der so nämlich, schlimm. Er war betäubt. Scheiße, wieder auch was tot. Komm, ist ein Heiltrank. Ja, einer der Paladin ist jetzt down gegangen. Ja, gegen zwei Ogres natürlich hart. Ja, gegen zwei Ogres hat er keine Chance, der stirbt. Ein Paladin ist gefallen. Ja. Ach komm schon. Aus dem mache ich Frikassee. Autsch. Für den Orden. Ja, nimm die Maskold. Ich stell hier drüben noch einen zweiten auf und hier stell ich auch noch einen auf. Köpfe werden rollen. Wenn man es wirklich schafft, dass die Paladine lange genug leben, dann hat man dann auch immer noch Geld. Wenn man die immer neu bauen muss, dann wird es mit dem Geld irgendwann echt hart. Das stimmt. Oh. Sie versuchen uns zu flankieren! Sie sind um! Naja, und die Paladine in der Mitte, die haben nicht wirklich was zu tun, würde ich mal sagen. Ja, das Problem ist aber, dass der Ogre die auch mit einem Schlag betäuben kann. Ja, vor allem mehrere, ne? Echt, wenn die beide beisammen stehen, mehrere auch noch? Das ist natürlich. Ja. Aber was willst du machen, ne? Kannst du nichts machen. Weil die rücken immer weiter vor, die Paladine hier. Das ist natürlich total blöd, weil dann können die Fallen nicht für sie arbeiten. Dann stehen die am Vordersten. Man muss die sehr weit hinten aufstellen, die hier unten, die auch. Ein Paladin ist gefallen. Ja, einer ist durch tatsächlich. Wir sind bei 22. Ja? Alter, die Mitte! Was? Oder nee? Nein. Wo fallen die denn gerade? Auf der rechten Seite, würde ich sagen. Ja, auf der rechten Seite sind die gefallen. Ja, weil die halt so übelst weit vorne standen. So macht man das. Ja, natürlich ich stell den Paladin jetzt auf die Treppe. Oder unten an die Treppe. Auf die Treppe, ja, ich stell ihn auf. Weil wenn sie da ankommen, dann sind sie auf jeden Fall schon mal geschwächt. Ja. Essensschlacht! Letzte Welle! Schön scharf! Ja. Kommen die jetzt alle einzeln oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt kommen die Bogenschützen. Kommen in Trefferserienhaus. Einwohner, dieser Ah, ich glaube, die fangen jetzt an mit Anfang kleinen Wellen und am Ende werden die dann richtig fies und riesig. Komm schon, Ogre, du kommst eh nicht bis zu mir. Ja. Ich kann die Seite ja eigentlich vollkommen ignorieren. Haltet sie schnell auf! Noch einer durch. Shit. Ja, ich glaube, die kommen mal durch die Mitte durch, weil die Paladine nicht rechtzeitig reagieren. Shit. Ja, toll. Die zwei Paladine von der...
Was? Die zwei Paladine von der Treppe, die sind auch in die Mitte gewandert. Ja, der eine geht jetzt hier down. Alter. Oh. Wie, das war's? Ja, ich hätte gedacht, da kommt jetzt noch mehr. Habe ich jetzt auch gedacht. Die letzte Phase war jetzt nicht ganz so schlimm wie die davor, oder? Nee, gar nicht. Vier Bonusschädel. Wie kann man denn die Paladine noch upgraden? Ich könnte auch Bogenschützenwächter, aber da habe ich die freigeschaltet, ja. Paladine Gesundheit regenerieren oder betäubt Gegner? Ich habe das Leben regenerieren genommen. Dann ich halt mache aber erstmal Level 2 von 3, erhöht die Gesundheit. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Ach ja, oh, das kann man ja auch noch machen. Ja, Level 3 von 3, meine Freunde. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass man das auch machen kann. Ich habe das auch bloß gerade durch Zufall gesehen. Ja, ja, kein Wunder, dass sie so schnell verrecken. Gut. Ich schau mal, wo wir die jetzt abgehen werden. Durchgänge war das jetzt. Jo. Nice. Dann sag doch mal Tschüss zu unseren Zuschauern. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Däumchen beim Uhrchen nach Übchen. Und ja, ansonsten hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wieder geschnetzelt wird, die Orkerei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bäh.